Hier ist die Susan Heath, Love- und Life-Beraterin und Glücklichmacherin. Ich mache mir echt Sorgen, denn ja, es gibt keine Alpha-Männer mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, die Alpha-Männer, die immer so leiten wollen, die können einem ziemlich auf den Keks gehen als Frau, aber gar keine Alpha-Männer, das ist ja irgendwie auch ganz schrecklich. Das heißt, irgendeiner hat das Sagen, in einer Beziehung hat sowieso einer das Sagen. Ob Mann oder Frau, einer oder eine hat die Hosen an. Nämlich nur demokratisch, ja, auch wenn ich es wünschen würde, läuft nicht. Einer sagt, wo es lang geht. Der Trend ist, dass sich Frauen wünschen, ganz klassisch, der Mann. Fakt ist, die Wahrheit geht der voll dran vorbei. Also diese Männer scheinen irgendwie zurzeit sich eingebuddelt zu haben oder ins Nirvana abgewandert zu sein oder einfach ihre Metrosexualität zu leben oder vielleicht sogar sich mehr Männern zuzuwenden, weil ihnen das mit den Frauen viel zu anstrengend ist. Irgendwie läuft alles derzeit ein bisschen schief und anscheinend aus dem Ruder. Das heißt, Alpha-Männer, meldet euch! Hier ist mein Appell an euch. Frauen, die Alpha-Männer kennt, zeigt in dieses Video, sie sollen sich bekennen, sollen sich outen, sollen hier kommentieren und einfach mal sagen, Deutschland, es besteht noch Hoffnung, auch Alpha-Männer sind noch in diesem Land zu finden. Und es ist höchste Zeit, wir brauchen auch in Familien wieder ein bisschen klarere Verhältnisse. Aus meiner Sicht, ist aber nicht nur meine, könnt ihr auch gerne überall nachlesen. Ich wünsche mir mit euch den Austausch. Alpha-Männer, wie gesagt, meldet euch, steht zu euch und zeigt mal den anderen Jungs und Männern, wo es denn lang geht, wo der Hammer hängt. Dass man als Vorbild und als Mann durchaus noch bestehen kann. In diesem Sinne sage ich mal bis bald und freue mich auf den Austausch. Tschüss!